Oh, oh, geil. Das, was kann Steffen gar nicht? Tanzen. Steffen, hau raus. Das peinlichste Erlebnis mit Desmond. Ich nehme ihm. Tanzend. Ihr habt immer im Trainingslager die Zimmer geteilt. Schnarcht Steffen? Nein. Schnarcht Des? Ja. Du hast irgendwann mal gesagt, du kannst Des nicht leiden. Also, das war ganz am Anfang, als ihr noch nicht wirklich zusammengespielt habt und so. Du konntest ihn nicht leiden. Warum nicht? Oh, weil ich als junger Spieler eingewechselt wurde und dann hat er mir immer 10, 15 Punkte in Folge eingeschenkt. Egal, wie gut ich verteidigt habe. Du konntest von Anfang an Steffen leiden? Ja, klar, weil immer, wenn ich eingewechselt wurde, habe ich ihn halt dann 15 Punkte eingestreut. Macht Sinn. Was war das geilste Playoff-Erlebnis zusammen? Ja, ganz klar, die Meisterschaft im letzten Jahr. Ne? Die Meisterschaft im letzten Jahr. Starke Antwort. Der Lieblingsfluch von Svetislav Pesic? Heiko! Passen, Heiko! Das prägendste Erlebnis zusammen? Olympia 2008. Absolut. Aber ich muss auch sagen, jeder Tag mit Desmond ist sehr, sehr besonders. Du greifst voraus. Jetzt wären nämlich die romantischen Fragen gekommen. Warum ist Desmond einfach super? Weil er viel von mir gelernt hat. Warum ist Steffen einfach super? Weil er viel von mir gelernt hat. Stark. In 10 Jahren das Trainerduo Green-Hamann-Hamann-Green vorstellbar? Negativ. Vielleicht.